Meine Damen und Herren, begrüßen wir einem herzlichen Applaus den absoluten Fachmann, die Koryphäe, den ARD-Börsenexperten Frank Lehmann. Ich merke, es sind sehr viele junge Leute da. Ihr wisst ja, auf was ihr euch eingelassen habt mit Immobilien. Vor Jahren war das kein Zuckerschlecken. Und momentan ist ein bisschen zu viel Zuckerschlecken. Ich sehe Gefahren, dass die Immobilienbranche schon wieder so ein bisschen ausflippt, gerade was so die Nachfrage angeht. Und ich selbst komme aus einem Ort, wo auch die Nachfrage so hoch ist, wo man sich sagt, was soll der ganze Kram? Da sagen die, ja, ich brauche zur Inflation, zur Bekämpfung zur Inflation was. Ich sage, hast du das Haus gesehen? Nö, interessiert mich nicht, Hauptsache ich habe eine Hütte. Das haben wir alle schon mal gehabt. Wenn Sie sich hin an die Ostimmobilien, auch nicht geprüft worden, hinterher alles Schrott. Das ist jetzt nicht der Fall. Das, was auf den Markt kommt, ist zum Teil hervorragend. Aber die Frage ist, ob es dazu passt und ob man nicht nur wegen eines Zinsanstieges oder wegen eines Inflationsausgleichs sich eine Immobilie anschafft. Das wäre fatal. Muss schon vieles zusammenkommen. Ich werde doch versuchen, in meinem Vortrag darauf einzugehen. Und wenn ich gerade höre, Energieeffizienz und Wärmedämmung, da kannst du noch nur kichern. Alles, was wir bisher gehört haben oder was bisher läuft, ist, dass die Energiedämmung natürlich hervorragend, alles prima, aber es rechnet sich nicht. Die meisten Haushalte, die das gemacht haben, haben eine Rendite zwischen 0 und 5. Und bei den meisten ist es sogar so, dass die sagen, ich kann doch nicht mal die Miete anheben deswegen. Also muss man schon ein bisschen aufpassen, da ist wieder so eine Welle. Man muss genau prüfen, genau was ich eingangs gesagt habe, wer sich eine Immobilie anschafft, nicht einfach sagen, weil die Preise steigen. Und Inflation, Schutz und die Zinsen steigen, müssen wir schnell verkaufen. Quatsch. Genau gucken und prüfen. Genau, was Sie hier heute Morgen auch machen, gerade als junge Leute. Bin ich in dem richtigen Berufszweig, ja oder nein? Gehen jetzt also zur allgemeinen Lage. Und die Ökonomen sagen, schwarze Schwäne ist was Gefährliches. Schwarze Schwäne heißt unvorhergesehene, nicht fassbare Ereignisse. Die Finanzkrise war auch so ein schwarzer Schwan. Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts war mathematisch bei 1 zu 100.000 eingetreten. Japan, Atomunglück, Wahrscheinlichkeit von, was weiß ich, 1 zu Million noch eingetreten. Das heißt, wir befinden uns in einer dramatischen Welt der Veränderung, wo auch solche Modellrechnungen ökonomischer, mathematischer Art kannst du eine Pfeife rauchen. Weg. Neu aufstellen. Alles wird auf den Prüfstand gestellt. Also es ist irgendwie alles unwirklich, aber entscheidend ist das Ökonomische, dass durch den Krieg in Nordafrika, das ist ja nicht nur ein Land, sind ja mehrere Länder, dass wir dadurch eine dramatische Entwicklung des Ölpreises und damit auch des Benzinpreises haben. Sie wissen das alle genau, was mittlerweile Benzin an der Tankstelle kostet. Ein wesentlicher Faktor des Konsums. Und wir müssen eben aufpassen, die Ökonomen müssen, die Politiker müssen aufpassen, dass es nicht aus dem Ruder läuft, dann haben wir alle nichts mehr in der Tasche, sondern finanzieren nur noch das Auto. Und warum steigen die Preise so dramatisch? Weil sehr viele Spekulanten sind drin. Und ich bin ja sehr für Spekulation an den Börsen, das ist ganz, ganz wichtig, das ist ein Sauerteig an den Börsen. Aber hier ist irgendwo Mathe am Letzten. Hier muss man schon versuchen, die Geister, die man rief, wieder einzufangen. Und das hat man bei der Finanzkrise nicht gemacht. Und wenn man das jetzt hier nicht macht, der Einzige ist der kleine Napoleon da aus Paris, dieser kleine Kerl da. Der sagt, da müssen wir, die Spekulanten müssen wir an die Gandare legen. Mit Rohstoffen spekuliert man nicht. Und der zweite schwarze Schwan war das und ist das. Die fürchterliche Entwicklung, die wir in Japan haben. Da sagen Finanzmärkte, also Erdbeben haben wir alle schon gehabt. Die Kombination mit Tsunami selten. Aber der schwarze Schwan ist die Dreierkombination. Aus Erdbeben, aus Tsunami und aus der möglicherweise einem nuklearen Fiasko. Das ist das Makabre an den Finanzmärkten, wissen Sie? Dass ein Unglück ist da, runter. Dann gewöhnt man sich sehr schnell. Vor allem gewöhnt man sich sehr schnell an schlechte Nachrichten. Haben wir alles doch schon gehört. Es sei denn, die Steigerung wäre nuklear. Dass plötzlich der GAU da ist. Das ist was völlig anderes. Aber alles andere ist sofort in den Köpfen drin, sagt, das haben wir ja gehört, läuft jetzt schon 4 Wochen lang, furchtbar, gibt es ja gar nichts Neues mehr. Also werden die aufbauen, fertig.
Also sind die Märkte wieder relativ beruhigt. Und hier sehen Sie nochmal den Vergleich zu 1995. Da brach die Industrieproduktion in Japan ein. Und gucken Sie, was ein Jahr später schon wieder passiert ist. Alles wieder ausgeglichen. Sie sehen, das Angstbarometer ist da. Können Sie messen. Sorge der Anleger. Können Sie alles messen, abfragen. Und immer wenn wir, das ist zum Beispiel März 2010, war die Euro-Krise, auch Angst, oh, bricht jetzt alles zusammen, Staatsbankrott, können wir das überhaupt noch bezahlen? Bei allem, was ich Ihnen an dramatischer Entwicklung momentan gezeigt habe, in der die Welt steckt, ist der deutsche Aktienindex seit März 2000 nur am Klettern. Einbruch, Erdbeben, haben wir schon wieder gegessen. Wo geht's denn weiterhin? Hochinteressant. Und dann muss ich jetzt, ähnlich wie ich es eingangs versucht habe mit der Immobilienbranche, Vorsicht, wehret dem Überschwang, dass man auch sagt, hier ist zu viel Optimismus drin. Jede schlechte Nachricht wird weggedrängt oder kurz registriert und dann weg ist sie. Bald ist was Neues. Und das Neue sieht eben momentan so aus, dass die Weltwirtschaft in Fahrt ist. Gucken Sie China an. Die Weltwirtschaft wächst mit 4,4%. Finanzkrise, wo war sie gewesen? Wo ist sie eigentlich gewesen? Weggesteckt. Dass der Einzelhandel plötzlich, dass wir Konsumenten plötzlich mitspielen. 10 Jahre lang war Frust. Und jetzt haben wir Lust. Und woran liegt das? Wenn Sie einen Kumpel getroffen haben oder einen entfernten Verwandten gesagt haben, wie geht's dir? Sagt er, ich habe Arbeit. Das ist jetzt vorbei. Und aus dieser Sicherheit, ich habe einen guten Arbeitsplatz und man sucht sogar noch Fachleute um mich herum, sagt er, da kann ich ja wieder ein bisschen konsumieren, das ist alles wieder in Ordnung, machen die Kinder wieder was, kann ich wieder eine Barbie-Puppe neu bauen und so dran. Gucken Sie mal, in Griechenland ist die Inflation immerhin schon bei 4%, aber bei uns bei 2%. Und wir wachsen wunderbar, aber gucken Sie mal, hier die Trauerländer da unten in der Süd, wie wir jetzt mitpempeln müssen, also mitziehen müssen. Man nennt das Transferunion, klingt einfacher als wir pampern die. Das kann sein, dass wir bei aller Diskussion, die wir um den Euro haben, dass dies erneut eine große Gefahr für den Euro ist. Und für mich entscheidend ist, eine Zentralbank muss dann die Zinsen erhöhen, wenn sie das Gefühl hat, und die Daten zeigen das, aber das Gefühl hat, jetzt steigert sich die Inflation in euren Köpfen überall. Inflationserwartungen, das ist das Entscheidende. Nicht die Fakten auf dem Papier, sondern die Erwartungen. Und diese Zinserhöhung trifft zusammen in einer Kapazitätsauslastung der Industrie, die noch nicht das Niveau vor der Krise, der sogenannten Finanzkrise 2007, 2008 erreicht hat, wie Sie hier sehen. Und Sie sehen, wie schön die Baugeldzinsen plötzlich anfangen zu steigen. Feste Hypotheken, 15, 10, da steigt. Merken Sie, und daher kommt ja auch teilweise die Euphorie. Und ein Kumpel von mir, der ist ab und zu mal in Shanghai, der kann man so gar nicht sagen, du, da liegen die Leute auf Matratzen in den Straßen. Ich habe gedacht, wieso denn? Das ist doch so ein reiches Land. Das sieht doch alles so wahnsinnig schick aus. Da ist doch kein Obdachloser mehr. Sagt er, nee, nee. Die haben von dem Büro von dem Immobilienmakler übernächtigt, um am nächsten Morgen die Ersten zu sein, um eine Wohnung kaufen zu können. Das wäre toll bei Ihnen jetzt in Ascheberg oder wo Sie sind, hä? In Kelsterbach, wenn da die ganzen Leute vor der Tür liegen, sagt, ich brauche Wohnung. Das ist China. Wir haben eine Inflationswelle. Sie wird nicht so sein, wie sie hier als Tsunami angekündigt hat. Aber die Vorstufen aus dem fernen Osten, die da auf uns rüberschwappen, sind nicht mehr zu vermeiden. Indien hat eine Inflationsrate, da China. Und wir wissen ja, wie wir abhängig sind von chinesischen Produkten, also für die Barbie-Puppe teurer. Die Inflationserwartungen, gucken Sie mal, wo die liegen. Und da muss eine Zentralbank dagegenhalten. Und jetzt komme ich zum Schluss. Was macht der Anleger, der sein Geld sichern will, weil er erwartet, es kommt Inflation, weil ihm die Unsicherheit mit Japan zu groß ist? Er geht in Gold rein, und zwar massiv. Sie sehen, das ist der Goldpreis. Gold hat immer einen Inflationsnimbus, hat immer Mythos. Dafür kannst du nichts kaufen. Aber 50% der Wirtschaft ist Psychologie. Und die Leute Angst haben um ihr Geld, Angst haben um Papiergeld, Angst haben um die Entwicklung, Angst haben um unser Gesellschaftsmodell. Dann gehen die in solche Sachen rein wie Gold und keine Wertveränderung, weder nach oben noch nach unten.
Das wollen die Leute haben. Werterhaltung, Substanzerhaltung, nicht unbedingt Vermehrung. Das ist die Lehre, die wir aus dieser kleinen, zusammengebrochenen und wieder hoch erlebten Finanzkrise haben. Und Rohstoffe werden weiter heftig nach oben gehen. Da müssen wir uns einstellen, das muss auch ein Anleger tun. Und da sind wir bei Ihnen. Am Schluss, das sind Immobilienaktien in einem Index zusammengefasst. Und Sie sehen, auch da gab es einen Einbruch. Aber hier fängt es an, sich langsam, aber zügig nach oben zu bewegen. Und die neuesten Prognosen für Wohnungsfertigen in Deutschland sind, dass wir den Tiefpunkt 2009 erreicht haben. Und das sind die Projektionen für die nächsten Jahre. Endlich, Damen und Herren, bewegt sich was in Ihrer Branche. Nach oben. Nach unten haben wir lange genug gehabt. Das wird nicht reichen, diese Wohnungs-, die fertiggestellten Wohnungen. Weil die Haushalte weiter dramatisch zunehmen. Ob das in 10 Jahren ist, ist eine völlig andere Frage. Aber es reicht nicht und dies befeuert dann natürlich auf der anderen Seite auch die Preise. Sie sehen, wo wir mit Wohnungsneubau sind. Da sind wir ganz weit hinten abgeschlagen gegenüber allen anderen Ländern. Und es kann eben sein, dass aufgrund der Lage, die wir jetzt haben, die Angst der Leute vor Inflation, die Angst vor der Zukunft und der Drang in die Immobilie hinein, dass hoffentlich bei Investoren wieder anders bewertet wird. Das ist die Wohnentwicklung, Wohnpreisentwicklung in der Slowakei. Gucken Sie mal an, im Jahr 2010. Und endlich ist Deutschland mit 3,6% auch dabei. Sie haben lange, wer Investor in dem Bereich hat, nichts verdient, nur einfach ausgehalten oder weggeschmissen. Und jetzt ist eine Renaissance da. Jetzt ist eine kleine Aufbruchstimmung da. Und das sind die fünf Gründe, warum man Immobilien erwirbt. Altersvorsorge. Die Zinsen sind noch günstig. Ich will Mietzahlungen vermeiden, klar. Immobilien sind krisensicher, jetzt sind wir. Und die Unabhängigkeit von Wien. Das sind momentan, das hat Interhyp jetzt gerade herausgefunden. Und interessant für mich ist, wir schätzen das Risiko in Immobilien ein. Nehmen Sie diesen Kuchen, das sind 31%. Mittleres Risiko mit mittlerer Rendite. Und der zweite große Kuchen ist geringes Risiko mit geringer Rendite. Das heißt, Sicherheit geht vor Rendite. Ganz eindeutig. Hochinteressant. Ich will nicht unbedingt was Kohle machen, Riesenrendite machen, aber ich will was haben und das soll stabil bleiben. Das ist die Immobilienentscheidung, die wir jetzt haben. Mit welcher Wertentwicklung rechnen Sie? Gucken Sie mal, 53% nur mit einem Wertzuwachs der Inflation ausreichen. Das reicht den Leuten. Und das ist, Damen und Herren, außerordentlich gesund. Und deswegen befeuern Sie bitte nicht das Gegenteil. Befeuern Sie bitte nicht die Risikobereitschaft, die momentan nicht so sehr vorhanden ist, unbedingt Kohle zu verdienen, sondern das Geld anlegen. Das ist das Entscheidende. Befeuern Sie sich und sagen, pass auf, in 4 Wochen ist die Immobilie weg, jetzt aber gleich zugreifen. Das ist so, wie die Bankberater sagen, kommst du rein und sagst, ich habe hier 20.000, was soll ich denn machen? Dann müsstet ihr normalerweise ganz locker, ganz anfangen, haben Sie eine Schwiegermutter, wie alt sind Ihre Kinder? Und wenn der anfängt, aus dem Ding gleich zu sagen, da habe ich aber ein Produkt, das ist aber, da vergeht Ihnen aber hören und sehen geringes Risiko und hohe Rendite. Das funktioniert nirgendwo, hat nie funktioniert, wird auch nicht funktionieren. Und Immobilien sind immer, ob Inflation oder Deflation gewesen, stabiles Element. Gucken Sie mal alle anderen Anlagen dazu, ob Inflation oder Deflation, das sinkende Preise. Fast noch gefährlicher als Inflation. Und da ragt die Immobilie förmlich heraus. Und das ist meine Schlussgeschichte. Sachwertprodukte. Rückgerechnet auf 1974. Immobilien, Gold, Beteiligung, Aktien also an Unternehmen und Antiquitäten. Das gegenübergestellt von dem, was die Herrschaften uns in den letzten Jahren mit Zertifikaten, mit all dem Scheiß, mit dem Papierzeug, wo nichts dahinter ist, aufgedrückt haben und sagen, hier kannst du richtig Geld machen. Hier. Statistisch ist das eine Lüge und das ist das Ergebnis. Sachwertinvestitionen seit 1974 haben die Performance gebracht und Geldwerte knickrige 21%. Das muss Wasser auf Ihre Mühlen sein. Aber wie gesagt, gehen Sie behutsam mit diesem Pflänzchen, was momentan, wir sehen ja draußen überall die Bäume sprießen, aber die Luft ist noch ein bisschen frisch. Muss man schon ein bisschen aufpassen. Umfeld hat sich etwas verschlechtert, die Zinsen steigen, aber Ihr Umfeld ist die Inflation und die Angst der Menschen vor Inflation. Und deswegen ist momentan der Run auf Immobilien
Gott sei Dank da, weil sie ist vernachlässigt worden in den letzten Jahren. Sie ist wieder eine Asset-Klasse da. Aber man muss sehr behutsam auch gerade mit den engsten Damen und Herren der Menschen umgehen, haben Sie. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.